Süchen oder Süchen, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem Fates Conquest. So, ich möchte das Juwel nehmen, zu viel mir auf den Kopf. Okay. Alles klar, Arthur. Wir haben im letzten Part Leid in der Einheit verloren und dafür über den guten Percy rekrutiert. Das ist der Sohn von Arthur und Effie. Da ist er, Percy. Wieder ein Wiefernretter. Dafür kriegen wir recht viele. Nachts, das war, ich habe leider nicht viel. Ich habe das Emblem-Schild, das gebe ich hier nicht. Ich will das Fire Emblem selbst behalten. Haben wir einen Weizen bekommen? Stimmt, nebenbei das Fire Emblem. Davon haben wir jetzt noch gar nichts gehört. Die Frage ist, ob das hier in diesem Spiel wieder eine Thematik hat. Pips sterbt, was? Egal, wir könnten das Nebenquest dann natürlich noch machen. Da treffen wir dann das Kind von Corrin, beziehungsweise von mir und von Mosu. Das werde ich aber noch lassen. Lilith's Temple gehen wir also wieder. Und ich weiß mittlerweile, warum ich nicht leveln kann. Das liegt an dem Weg, den wir eingeschlagen haben. Auf Herrschaft kann man das nicht extra leveln. Das ist praktisch wirklich angelehnt wie die alten Fire Emblem Teile, wie die älteren. Also, es passt eigentlich bei mir und Raph zur Zeit. Vermächtnis ist eher auf die neuen Fire Emblem Fans angelegt. Also eher so die Awakening Fans. Also eigentlich auch eher für mich. nee. Und Herrschaft eher auf die eingesessenen Fire Emblem Spieler. Also, das passt eigentlich eher jetzt zu mir, weil ich habe dann doch. Ach, die Offensiv, okay. Die kämpft dafür. Die andere Alile Falls, das ist gut zu wissen. Wer macht ihr dann auf Vermächtnis, auf Revelation, auf beides, nee, Vorsehung heißt. Also ist halt eher das auf die erfahrenen Spieler ausgelegt. Also die älteren, die ganz älteren Teile auch gespielt haben, was mich einschließt. Wen hast du mit der lieben Mosu? Oh, passiert was Neues. Der wurde gestärkt. Nice! Oh, süß. Wie laden wir denn noch ein? Erstmal jemanden. Die Frage ist, ob ich Percy jetzt mitnehme oder nicht. Ich meine, so ein Wiebernritter wäre schon nicht schlecht. Und die haben jetzt halt echt geile Einheiten. Aber ich habe auch eher auf Camilla Lust, weil das halt wirklich so ein Hauptcharakter ist. Wir sagen, wir gehen jetzt einfach mal die nächste Story-Mission. Kapitel 13. Rebellion. Königreich Nor, Schloss Krakenburg. Mein Lord Mike, wie ich sehe, kehrt ihr unversehrt und wohlbehalten zurück. Ja, Jago, wir sind soeben zurückgekehrt. Es ist schön, zu Hause zu sein. Doch ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich will Vater sofort Bericht erstatten. Ja, natürlich, ich bin sicher, ihr habt viel zu besprechen. Was ist das eigentlich mit der ganzen Aufregung hier aus sich? Ist etwas passiert? Ein kleiner Aufstand in Chief. Zerbrecht euch drüber nicht den euren königlichen Kopf darüber. Unsere Soldaten bereiten sich darauf vor, ihn zu beenden, ehe er ausartet. Ein weiterer Aufstand? Sicher kann König Garon mit Details aufwarten, sollte dies euch belieben. Er erwartet euch im Empfangsraum. Ich rate, ihn nicht warten zu lassen. Exzellent, ich sollte mich gleich auf den Weg machen. Diese Schlange führt sich hier im Schloss auf, als wäre nichts geschehen. Der Makarat-Plan war wohl nicht ausgeklügelt genug. Man lebe und lerne. Mein nächster Plan darf keinesfalls zu einfach für ihn sein. Willkommen zurück, Kind. Ich höre einmal mehr, führtest du meine Befehle perfekt aus. Du wirst immer stärker und das vor meinen Augen. Ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Hab Dank, Vater. Doch nie sollten wir auf unseren Lorbeeren ruhen. Chief verlangt sofortiges Handeln. Vielleicht sagte es dir Jago bereits, es gibt dort einen Aufstand. Noch ist er klein, doch es bleibt nicht so. Chief ist für seine fähigen Ritter bekannt. Wir können auf dem Schlachtfeld nicht unterschätzen. Ich sende mein stehendes Heer, um ihn niederzuschlagen, ehe er ausartet. Ich traue dir zu, Mike, es zum Sieg zu führen. Ihr wollt, dass ich unser stehendes Heer gegen die Ritter in Chief anführe? Ganz recht. Diese Gelegenheit ehrt mich, Vater. Wirklich, es ist nur, ich habe nicht die Kompetenz, die Truppen gegen solch ein begabtes Heer anzuführen.
Sicher wisst ihr jemanden, der sich besser dafür eignet. Widersetzt du dich mir, Junge? Ich vertraue diese Mission an, weil ich glaube, dass du sie erfüllen kannst. Enttäusche mich nicht, mein Sohn. Aber Vater... Sicher, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich schlage den Auftrag in den Chief nieder. Ich setze große Hoffnungen in dich, Mike. Du kannst gehen. Vater, wartet. Kann ich noch einen Moment haben? Ich habe etwas zu berichten. Nun, heraus damit. Azura, die einst von Oshino entführte norische Prinzessin, ist wieder bei uns. Was? Sei gegrüßt, euer Majestät. Azura. Ja, mein Lord, ich bin es. Wie unerwartet. Es ist so lange her. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Wenn du es wünschst, geh mit Mike, um den Aufstand zu unterdrücken. Sieh es als Chance, mehr von deiner Heimat zu sehen. Das ist alles. Bringt mir gute Neuigkeiten, meine Kinder. Vater verhält sich merkwürdig, sogar noch kälter und distanzierter als sonst. Du bist seine lange verschollene Tochter, dennoch sprach er kaum ein Wort mit dir. Schon gut, Mike, ich habe nicht viel erwartet. Aber er ist dein Vater. Das ist nicht richtig. Er sollte mehr... Ich weiß nicht. Schon gut, mach dir bitte keine Sorgen. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, ich würde ihn je wiedersehen. So gesehen übertrafen die wenigen Worte, die wir wechselten, meine Erwartungen. Azura. Ich würde gerne wissen, was wirklich mit Vater los ist und mit Azura. Sie waren fast ein Leben lang getrennt und doch sprachen sie kaum miteinander. Irgendwas daran stört mich, aber ich kann nicht sagen, was genau. Dafür ist keine Zeit, ich muss mich auf den Abmarsch mit der Armee vorbereiten. Apropos, die Soldaten kommen sicherlich hierher, um sich auszuruhen. Was, Mike, my Lord? Hans, was willst du? Es stimmt also, es gab Gerüchte, dass es unser junger Prinz anführen würde. Ich gratuliere euch zu dieser Ehre, Prinz Mike. Genug der schönen Tuerei, Hans. Brauchst du mich zu irgendwas? Ja, ich habe bereits auf eure Ankunft gewartet. Als Mitglied der stehenden Armee werde ich euch nach Chief begleiten. Ich wurde damit beauftragt, euch bei allem behilflich zu sein, was ihr benötigt. Du, mir helfen? Dir soll ich vertrauen, nachdem du mich in der bosenlosen Schlucht töten wolltest? Tausendfach Verzeihung, mein Lord. Ich bete, ihr könnt mir verzeihen. König Garum befahl mir, euch anzugreifen, um eure Fähigkeit zu testen. Es wird euch freuen, das zu hören, dass ihr seine Erwartungen bei Weitem übertraft. Obwohl ihr ein hoschidischer Königsspross seid, stellt ihr euch auf die Seite Nors. Ihr entschiedet euch für eure norischen Geschwister und die euch aufzogen. Jeder im Schloss war überglücklich, es hat unseren Kampfgeist immens gestärkt. Ich habe keinen Zweifel, dass ihr uns erfolgreich zum Sieg führt, mein Lord. Wie das alte Problem, wie synchronisiere ich 2 Punkte? Auf der großen Treppe geht's jetzt nach Chief. Das ist doch die Stadt, in der unser richtiger Vater umgebracht wurde von König Garon. Das ist also Chief. Merkwürdig, hier scheint gerade niemand zu kämpfen. Vielleicht haben sie sich für die Nacht in Unterschlüpfe zurückgezogen. Wir sollten das auch tun. Wenn wir ruhen, sind wir auf morgen besser vorbereitet. Ich kenne einen verlassenen Palast in der Nähe. Sollen wir dorthin? Klingt gut. Hallo, lieber Bruder. Ich habe schon auf dich gewartet. Was? Mike! Verdammt, so knapp! Ich wollte eigentlich deinen Verräterkopf treffen! Takumi, bist du verrückt? Das hätte tödlich ausgehen... Bleib zurück, Mike, es ist zu gefährlich. Du versteckst dich hinter deiner falschen Schwester, ja? Ein neuer Tiefpunkt. Das hilft dir nichts. Ich habe eine ganze Armee an Soldaten unter meinem Befehl. Hör auf damit, Takumi. Das hier hat nichts mit dir oder Hoshido zu tun. Ich kam den Aufstand in Chief friedlich zu beenden. Bitte lege deinen Bogen nieder und kehre nach Hoshido zurück, wo du hingehörst. Ich wusste, eure Meute würde versuchen, den gerechten Aufstand aufzuhalten. Noch ein Grund, uns zu behaupten. Ich scheine dich verärgert zu haben, Fremde. Darf ich fragen, wer du bist? Scarlet ist mein Name. Ich bin Teil der Widerstandsbewegung hier in Chief. Meine Leute sind dir gefolgt, seit du Nor verlassen hast. Unsere schiedischen Freunde waren sehr dankbar, deinen Aufenthaltsort zu erfahren. Den Königreich Nor den Rücken kehren? Eine richtige kleine Verräterin, ja? Verräterin? Ha! Und norische Logik hatte seit jeher seine Gewissen oder Haltungswert. Scarlet hat dasselbe getan wie Mike, nur dass sie die richtige Seite wählte. Zum Feind überzulaufen und eine Falle für die eigenen Landsleute zu stellen, kommt dir das nicht bekannt vor? Sei still, du! Sag nicht so was Schlimmes über meinen Bruder oder du bereust es! Mike hat niemanden betrogen, niemand ist ehrlicher als er! Ah, gehört dieser kleinen Göre das Sprechen erlaubt? Wie lästig!
Elise! Allein der Anblick dieser Norin-Göre macht mich krank. Stirb endlich! Scarlet und ich ruhen nicht, bis Chief frei von norischer Unterdrückung ist. Ich werde alle töten, die sich uns in den Weg stellen. Das heißt also du oder wir. Ist es das nicht, was König Garon will? Dass wir uns alle bis zu Tode bekämpfen? Du liegst falsch, Takumi. Wenn du doch nur deinen eigenen Hass über hinwegsehen könntest. Wenn wir nur über alles reden könnten, könnten wir diesen Krieg friedlich beenden. Kämpfen ist nicht der einzige Weg. Wie viele müssen sterben, ehe du das erkennst? Ruhe, norischer Abschaum! Ich habe genug deiner Lügen gehört, sodass sie dein Leben ein Leben lang reichen. Ich werde euch alle töten und verschiedene in den Frieden bringen. Alle Truppen, bereitet euch zum Kampf. Vernichtet die norische Armee. Takumi, ich werde euch alle töten. Ja! Wenn ich diese Noren töte, sicher geht dann der Schmerz in meinem Kopf weg. Stimmt was nicht mit dem? So, wir kämpfen. Und wir haben die ersten Leute, Rainer. Ah, Oli. Orochi ist hier auch dabei. Ja, ein paar Einheiten kenne ich schon. Ich könnte mal sagen, vielleicht kann ich den einen oder anderen gefangen nehmen. Da mal Takumi. Da ist der Boss. Nee, wer ist denn der Boss hier? Ach, das wird Scarlet sein, ja. Da ist Scarlet. Muss ich mal kurz unterbrechen, die Aufnahme. So, weiter geht's. So, Scarlet ist die Anführerin. Mal gucken. Haben wir mal ein paar weiterentwickelte Einheiten dabei. Das wird schwer, aber das sind Fliegende dabei. Also ist das nicht so das Problem. Also sie wird kein Problem darstellen mit Mosul. Ich habe leider keine, obwohl ich hätte im Notfall, jetzt gucken wir mal, wen ich alles mitnehme. Wir nehmen von Anfang an Geomiles durch. Also Maiko Mosul ist auf jeden Fall Pflicht. A von Effi gehört auf jeden Fall zu meiner Main Party. Onin und Selena auch. Silas Azura. Niles und Elise. Das ist das Problem, weil ich zu wenig Einheiten mitnehmen kann. Percy kann ich nicht mitnehmen, das war bringt nichts. Camilla würde ich eigentlich auch gern. Ich nehme ihn mit. Nehmen wir erstmal die. Camilla kann ich mitnehmen, wenn ich mal noch einen Platz mehr habe. So, wir haben hier zwei Ritter. Der kommt aber los daran. Jetzt verkehren wir doch erstmal raus. Okay, wer kommt alles dann noch oben ran? Markieren wir mal die Einheiten, die, auf die ich aufpassen sollte. Das sind Takumi, das sind Rainer, das sind Orochi und Scarlet. Der Rest ist nicht weiterentwickelt. Gut, Takumi kommt ziemlich weit. Sein verdammten Fujinyumi, der ist nämlich auch fucking stark, dieser Kerl. Du bist schon Scharfschütze, oder? Ja, du bist schon Scharfschütze. Macht's nicht besser. Dann Odin, du und Selena. Mal hier den Weg, oder mach das mal hier, genau. Wer geht denn links rum? Will ich überhaupt den links rum schicken, da mal? Oh Gott, ein Haufen Magier, oder Kleriker sind das eigentlich, Magier hier. Das macht Mosu mit, obwohl, das ist der gute Rest, dann machst du das mal zusammen mit, eigentlich egal, weil ich habe eh keinen, den ich damit schicken kann. Und du tanzt und du singst einfach mal regelmäßig. Der Rest bleibt mal hier so stehen, wie er ist. Du gehst wie erwartet auf Odin los. Der weicht aus. Nice. Oh, overflow. Oh, das war sogar der Spruch von Owain. Das war sogar ein Spruch von Owain. So, der ist auch down. Ja. Lass uns mal runter auf den DS gucken, weil da sehe ich den kleineren, den unteren Bildschirmgröße. Und natürlich trifft er einen Schlag nicht. So. Und die Nick bewegen sich schon. Okay. Ich habe vergessen, ihnen Stahlschwert zu geben. Wie viel Schaden machst du denn? Du triffst ja gar nicht. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Warum trifft er den einen so gut? Die Wetten sind identisch. Den anderen so motherfucking schlecht. Das ist Kleriker sind, das heißt, es sind Magier. Das ist halt. Ist den hier down? Nein. Wow, was ist mit dem?
Ach, der steht auf dem Tor. Das ist natürlich auch doof. Das ist doof. Und du kümmerst dich mal um den hier. Dafür ist Odin nämlich ziemlich gut. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich in diesem Spiel irgendwann noch die Möglichkeit, viel zu trainieren. Also aktuell unter dem normalen Weg kann ich es nicht, aber vielleicht gibt es am Ende die Möglichkeit. Ich habe nämlich bei den Schlössern, ich bin mal ein bisschen rumgegangen, habe mal untersucht, was es für welche gibt. 10 Schaden macht jeder einer, das ist natürlich uncool. Nicht 2 Natze, nimmt sie bloß 10 Schaden. Der wird ein Feld wegrücken. Du Natz den da mal. Do it, Mouth. Aber ich habe ein paar Schlösser gesehen, wo die Leute einfach mal und die Charaktere von den Leuten übelst trainiert waren. Also das glaube ich nicht, dass das so krass geht in der Hauptstory. Wenn doch, dann gibt es irgendwo einen guten Level-Spot und dann kann ich den auch wieder nutzen. Und ich werde dann auch privat oder offscreen mal ein bisschen schauen, dass ich vielleicht ein bisschen die Support-Gespräche freischalte, um dann halt auch wirklich die ES-Supports alle zusammenzukriegen. Weil dann kriegen wir auch Nebenquests und dann kriegen wir auch wieder Erfahrungspunkte. Das ist wieder natürlich wieder notwendig. So, diese zwei kommen ran, aber leider kommt da auch Takumi ran. Und Takumi will ich da überhaupt nicht in meiner Nähe haben, weil der richtig Schaden knippelt und wahrscheinlich dann auch seine 15 Geschwindigkeit ziemlich viele Einheiten doppelt. Odin zum Beispiel. Effi muss ich hier einsetzen. Muss ich ihn dann heilen? Ja. Dich kann ich heilen. Sehr schön. Und, ja gut, sie kriegt bald ihr Level-Up, sie's heilen. Du immer schön singen. Ups. Du reist wieder darüber, weil Nice braucht gleich Heilung. So, das ist die Frage. Du gehst hier hin. Stell dir nochmal hier hin. Eigentlich müsste ich sie reinschicken. Aber die hält auch nicht so viel aus. Zusammen mit ihm. Das war jetzt wie geplant. Ja, der trifft, das war leider erwartet. Ach, verdammt. Ah, diese Witzbolle gehen dann echt auf den Geist. Warum machen sie so ein Radau um diese Zeit? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Sicher sind es wie diese Deppen aus Chief. Von denen habe ich die Nase voll. Können sie nicht alle einfach tot umfallen? Benny, ich rede mit dir. Ja, Charlotte, sie sind sehr laut. Entschuldigt bitte, aber steckt ihr beide mit den Rebellen unter einer Decke? Wie kannst du es wagen? Wir sind stolze norische Grenzsoldaten. Gütiger, manche Leute haben echt Nerven, uns mit den Würsten zu vergleichen. Stimmt doch, was, Benny? Sicher. Ah, verzeiht, ich wusste nicht, dass ihr die norische Grenzwachen seid. Ich bin Mike, Prinz aus Nor. Ich bin hier, um den Aufstand zu unterdrücken. Hm? Ihr seid ein Prinz? Oh. Bitte verzeiht, mein Lord. Wo sind meine Manieren? Ein kleines Teufelsfähigchen muss mich gebissen haben. Verzeiht vielmals. Bitte vergebt meine unhöflichen Begleiterin, mein Lord. Sie ist exzentrisch. Kein Grund, sich zu entschuldigen. Was macht ihr hier? Seid ihr gekommen, uns zu helfen? Nein, mein Lord. Die Rebellen waren laut, also wollte Charlotte ihnen in den Hin... Benny, du Dussel! Mach keine Scherze mit unserem reichen Prinzenfreund hier. Gewiss sind wir zu eurer Hilfe hier. Ich bin zart beseitigt, doch ich kann kämpfen. Schließlich ist es das Mindeste, in unserem bezauberten Prinzen in Not zu helfen. So ist es doch nicht wahr, mein lieber Benny? Sicher. Also ihr beide seht fähig aus. Fähig und stark aus. Da wären wir für eure Hilfe dankbar. Ich bitte nur darum, so viele Leben unserer Feinde zu verschonen, wie es geht. Natürlich, mein Prinz Blümchen, wie ich sind fürs Töten eh nicht ausgerüstet. Ach du meine Güte. Ich habe noch gar nicht richtig vorgestellt, ich Dummerchen. Ich bin Charlotte. Dieses Mammut hier ist mein platonischer Freund Benny. Er freut über eure königliche Bekanntschaft. Ich tue alles, um euch glücklich zu machen. Es ist, auch nett, euch kennenzulernen. Wenn ihr mich entschuldigt. Volltreffer, jetzt spielen wir in der Oberliga mit Benny, mein Junge. Ich bin so nah dran, den Fang meines Lebens zu machen. Wie du meinst, Charlotte. Aha, das ist ein Flittchen, die spottet unser Geld aus. Jetzt kommen natürlich die hier ran. Oder mal gucken, wie weit kommen die denn. Annelies kommt auf jeden Fall ran, das ist schlecht. So, aber hier... Ja. Und jetzt macht der noch nicht mehr so viel Schaden. So, das war wirklich bloß, weil ich so ein Tor stand. Damit hat er so gut ausweichen können. So, du heilst mal. Ich brauche wieder noch. Also ich habe genug Pflegestäbe, okay. Du hast eine Stahlachs, du bist ein Kämpfer. Oh, warte mal, du bist nur ein Kämpfer. Genauso wie unser Arthur. Das heißt, die sind gar nicht so stark.
sind ja gar nicht so stark. Wie geht hier rüber? Mosobus hier weg. Die Sonne ist ruhig näher, komm, ich hab Nice und Mosos Bögen parat, um die Typen da zu natzen. Du kommst auch noch ran. Wie gesagt, da kommt dann aber gleich Orochi dran. Das werde ich natürlich verhindern. Jetzt gehen sie beide in die Richtung und Orochi kommt auch noch auf mich zu. Fuck! Das ist schlecht. Erstmal den hier natzen. Wobei, da kennen die anderen Rufer noch besser dran. So, erstmal erledigt. Muss ja noch schauen, ich würde Orochi gern gefangen nehmen, aber allerdings würde ich auch erstmal gucken, dass ich hier heil rauskomme aus der ganzen Geschichte. Ich treffe natürlich auch nicht so gut. Wobei, der trifft. Ja, der trifft mich viel besser. Warum? Ich stehe doch auf diesem fucking Tor! Du gehst mit ihm mit und ihr verzieht euch mal. Weil die kommen da nicht so ran. Kommt bloß Orochi. Unheilstor. Die kann mich halt auch fangen. Also die könnte mich theoretisch fangen. Du hast eine bessere Rest trotzdem. Nimmt mir trotzdem zu viel Schaden. Ich muss da irgendwas machen. Moment, so. Du tanz mal, oder sing mal, sorry. So. Dumpfes, ich hab das dumpfe Gefühl, dass mir Afe hier abkratzen könnte. Ich hätte ihn in die andere Richtung locken sollen mit Mosu. So, Elise muss hier erstmal weg. Aber da kommt dann wieder der nächste dran, ne? Hilft nix. Aber die kommt. Der kommt ein Feld weiter, aber das bringt mir alles nichts. Die Doppelverteidigung habe ich aber fast. Wie gut trefft ihr denn? In 95%, 70%. Wenn ich hier stehen bleibe. 25, Moment. 18. 10 macht 28, das würde schon reichen. Zwei, wenn nur treffen, war's das schon. Macht 14. 2 von denen treffen. Nee, wenn sie nicht trifft, passt das, aber. Der und einer von den beiden, wenn nicht trifft. Nee, warte mal, sie macht ja so viel Schaden. Da kommt wieder der andere Fuzzi noch dran. Das geht überhaupt nicht gut aus. So haben sie noch die geringste Trefferwahrscheinlichkeit. Ja, Mann. Das war... Mann, die sterben hier! Ich hab nicht gedacht, dass die jetzt einfach mal losrennt! Der macht 16 Schaden. Der macht 16 Schaden, und wenn die miteinander greifen, war es sowieso... Nee, wohl, das kommt nicht durch. Ich hätte sie einfrieren können. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war's, Wort mit Fire Emblem Fates. Bis zu denn und...